Sich selbst zu kritisieren, da sehe ich momentan nicht so richtig den Wunsch. Im Gegenteil, es wird eher versucht zu verschleiern. Und umso wichtiger ist eben unsere und andere Transparenzinitiativen. Und bis das so weit ist, wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Vielleicht brauchst du die nächste Generation an Politikern, die dann bereit ist. Aber wir müssen bis dahin eben aufklären, was möglich ist, weil wir wissen nicht, wann eine nächste Krise, welcher Art auch immer, kommt. Und da sollten die Strukturen, die jetzt versucht worden sind zu etablieren, schon hinterfragt werden, weil sonst geht das ganz schnell weiter in eine falsche Richtung. Ja, hallo, herzlich willkommen heute zum Gespräch. Christian Haffner ist bei mir. Wir beide kennen uns, wir duzen uns. Wir haben im Rahmen der Papiere zum Corona-Expertenrat zusammengearbeitet. Und ich möchte heute mit dir sprechen, um dir noch ein paar Fragen zu stellen, Hintergrundfragen zu dem Ganzen, wie es dazu kam, dass du dich überhaupt so stark eingesetzt hast, diese wichtigen Unterlagen zu bekommen. Wie hast du damals den Gedanken gefasst, dass es überhaupt wichtig ist, dem Expertenrat auf den Grund zu gehen? Also ehrlich gesagt ist es so gelaufen, dass ich mit verschiedenen Kollegen drüber gesprochen habe, auch mit einem mir bekannten Professor an der Uni Frankfurt, den ich kennengelernt habe über eine Veranstaltung in der Landesärztekammer. Das war da mein Nachbar. Und da hat er sehr gute Fragen gestellt an das Podium. Und dann habe ich ihn hinterher gefragt, wer sind Sie eigentlich? Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Und im Laufe dieser Gespräche kamen wir dann auf die Idee, da doch vielleicht mal so eine Transparenzoffensive zu starten und auch eben mal solche Dinge wie die Protokolle des Corona-Expertenrates zu erfragen. Und ja, ich habe gesagt, ich mache das. Also ich hake erstmal nach, gibt's die vielleicht einfach im Netz? Kann man einfach anfragen? Kann man die einfach zugeschickt bekommen? Oder sind die, was wir befürchteten, eben nicht zu bekommen? Und ja, dann habe ich angefragt und habe erfahren nach einigen Wochen, die gibt es nicht. Ja. Und habe dann gedacht, ich werde da mal weitergehen, habe dann über Frag den Staat weiter nachgehakt und dann eben im September die Ablehnung erhalten. Also das war so der Anfang. Der Professor selber hatte ein Jahr vorher gegen die Bundesnotbremse geklagt und hatte mir den Anwalt empfohlen, den er damals hatte. Die Bundesnotbremsenklage, die war nicht erfolgreich, weil letztlich die Bundesnotbremse dann nicht mehr in Kraft war. Und das Gericht sagte, na, dann ist es auch nicht relevant. Aber bis dahin waren die auf einem guten Weg gewesen. Ja? Und da habe ich dann den Herrn Heinemann in Freiburg beauftragt, den Widerspruch zu schreiben und dann eben auch die Klage, falls der nötig ist, zu übernehmen. Und das war ja dann der Fall, wie du weißt. Ja, nun hat das Bundeskanzleramt das sehr lange hinausgezögert. Also insgesamt ein Jahr zog sich der Prozess. Du hast die Unterlagen aber nach einem Jahr schließlich erhalten. Und das zeigt mal wieder, dranbleiben lohnt sich. Jetzt möchte ich dich fragen, was waren für dich nach der Lektüre der Protokolle die wichtigsten Erkenntnisse beziehungsweise die Punkte, die dich möglicherweise auch am meisten schockiert oder verunsichert haben bei dem, was du gelesen hast? Naja, erstmal war ich sehr überrascht, dass das ganz plötzlich für mich dann doch geklappt hat. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, nach den vielen, vielen Verzögerungen, dass das so schnell erfolgreich ist. Ich hatte mit vielleicht noch mehreren Monaten oder noch länger gerechnet und war gerade auf dem Weg nach München zu einer Fortbildung, als dann mein Handy aufblinkte und anzeigte, dass da eine wichtige Mail ist. Dann bin ich erstmal rausgefahren und habe mal geguckt, was ist das denn? Und war dann positiv überrascht, dass die Protokolle tatsächlich zum größten Teil, also eben 25 von 33, wie du weißt, geschickt worden waren, also vom Anwalt an mich weitergeleitet worden waren, aber eben zum Teil geschwärzt. Das fand ich erst einmal schon an und für sich sehr beeindruckend. Ne? Und dann habe ich und du ja dann auch, ich habe es ja dir dann weitergeleitet und auch andere noch, das analysiert. Und da gab es einige Dinge, die mich da, ja, wie soll ich sagen, erschreckt haben. Also so Manipulationsversuche, es ging los mit den Zahlen, wie die Zahlen verwendet wurden, immer wieder mit Inzidenzen argumentiert wurde, wie Herr Lauterbach Deltacron zum Angstmachen eingesetzt hat, obwohl er wusste, dass wahrscheinlich nur ein Laborartefakt ist, wie dann später in den weiteren Protokollen dieser Furchtappell zum Beispiel dann eingesetzt werden sollte, um die Kinder und Jugendlichen noch zu bekommen. Und der jüngere Menschen generell hieß es ja dort, dann
war ja der Expertenrat dagegen. Trotzdem nach außen wurde das dann ja kommuniziert und versucht, Angst einzujagen. Und das waren lauter so viele, viele Kleinigkeiten. Da habe ich dann gedacht, da müssen wir nochmal dranbleiben und auch die geschwärzten Passagen dann lesen, was da wirklich dahinter stand. Weil das war jetzt nicht das Wortprotokoll, was ich gehofft hatte, was es gibt. Das gibt's nicht, wie wir inzwischen wissen, sondern das ist ja ein Ergebnisprotokoll. Und wir wussten ja auch gar nicht, wer hat was gesagt. Und es hieß ja auch immer, es wird mit einer Stimme gesprochen. Das heißt, wir haben den Diskussionsprozess gar nicht mitbekommen, sondern nur ein konzertiertes Ergebnis von der gesamten Gruppe von 19 Experten. Mhm. Und das fand ich schon mal selbst erschreckend, dass wir da nicht gesehen haben, der eine sagt so, der andere sagt so, oder es gibt noch eine Gegenmeinung, sondern es gibt immer nur eine Meinung. Ja, und da wissen wir gar nicht, gab es Kritik dran oder ne, waren alle dafür oder nur einer. Das war gar nicht klar. Das ist aus den Protokollen tatsächlich nicht ersichtlich, zumal ja immer die Person, die etwas sagt, dort geschwärzt wird, ist also eine Einzelmeinung ist de facto, dennoch behauptet wird, der Expertenrat habe mit einer Stimme gesprochen, beziehungsweise das war das der Anspruch, mit dem dieses Gremium nach außen gegangen ist. Da ist auch völlig unklar, wie das zu dieser Entscheidungsfindung gekommen ist, wenn da immer nur Einzelmeinungen vorgetragen wurden und es letztendlich keinen Konsensfindungsprozess gibt, so de facto. Das heißt, du klagst jetzt, für die Herausgabe von Wortprotokollen, gibt es die überhaupt? Oder gibt es über diese Protokolle hinaus noch Wortprotokolle überhaupt? Das ist geklärt, das haben wir das Gericht nochmal explizit gefragt, weil an einer Stelle auf Seite 8 der Erklärung stand da etwas von Wortprotokollen, dass man die nicht rausgeben könne. Aber es gibt es nicht. Also wir haben das gerichtlich klären lassen. Es gibt weiterhin nur die Ergebnisprotokolle, aber auch da möchten wir gerne wissen, was dahinter steckt, wenn es zum Beispiel heißt, die diplomatischen Beziehungen zu China würden beeinflusst werden oder an anderer Stelle die wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland würden da eventuell in Gefahr geraten, oder die Sozialversicherung, die Interessen der Sozialversicherung. Da würde ich schon gerne wissen, was dahinter steckt, warum das nicht an die Öffentlichkeit darf. Ich denke, das wir wissen. Und dann eben auch schauen, was dahinter steckt, ob wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, ob Pharmainteressen eben, die auch wirtschaftlich sind, dahinter stecken oder Einzelinteressen, Interessenskonflikte dahinter stecken. Das würde ich schon ganz gerne wissen. Dann geht es natürlich auch um die Frage, welcher der Expertenrat-Teilnehmer welche Talking Points eingebracht hat. Und das ist ja praktisch das, was jetzt geschwärzt ist. Also geht es dir auch darum, praktisch Verantwortung zu verorten, falls beispielsweise Fehlinformationen eingebracht worden sind. Ich erinnere an die 10. Sitzung, da hat jemand in Beisein von Marco Buschmann, dem Justizminister, behauptet, die Impfung verringere Übertragbarkeit. Und das war zu diesem Zeitpunkt schon eindeutig widerlegt. Das hatte sogar der Expertenrat selbst 2 Sitzungen zuvor festgestellt. Also geht es dir letztendlich auch um das Auffinden persönlicher Verantwortung in diesem Gremium? Ja, auf einer Seite ja. Auf der anderen Seite geht es mir nicht darum, jetzt die Einzelpersonen anzuklagen, aber es geht darum, für die Zukunft auch Interessenskonflikte aufzudecken und zu verhindern, dass wir eben keine industriellen oder politischen Interessen da drin haben, die nichts mit Fakten zu tun haben oder den Fakten komplett widersprechen. Aber auch die anrichtungsbezogene Impfpflicht, die war ja dann in dieser Sitzung schon mal überlegt worden oder überhaupt eine Impfpflicht, auch für die gesamte Bevölkerung. Ab einem gewissen Alter war ja diskutiert worden, wurde ja dann erst im April dann abgelehnt. Ich glaube, das war die Sitzung vom 18. Januar oder 15. Januar, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls um den Dreh. 10. Sitzung vom 15. Februar, das war die Sitzung mit Marco Buschmann. Ja. Okay, genau. Im Beisein von Buschmann wurde, und das wurde sonst nie thematisiert, aber in dieser Sitzung wurde das Thema Impfpflicht thematisiert, und zwar Kommunikation zur Impfpflicht. Und in meinen Augen ist tatsächlich ein Satz problematisch. Der 2. Absatz dort ist geschwärzt, auch schon vielsagend. Aber der letzte Satz, der noch nicht geschwärzt ist, da steht, Anreize werden nicht reichen. Was hältst du von diesem Satz? Weil in meinen Augen ist der eine Überschreitung gewisser demokratischer Kompetenzen. Denn was außer Anreizen soll es denn geben? Ja, es gab einige Überschreitungen an verschiedenen Stellen. Also kleine Manipulationen oder auch größere an verschiedenen Stellen und eben auch dort an dieser Stelle wieder sichtbar, dass versucht wurde, da so ein Nudging zu betreiben, die Leute in Richtung zu bewegen, auch wenn die Fakten anderes sagten. Also an verschiedenen Stellen sieht man eben, dass das versucht wurde. Also da eben auch schon angefangen. Ja.
Genau, das war eine Stelle, die mir sehr stark aufgefallen ist. Also eben diese, dass Fakten geleugnet wurden im Beisein des Justizministers, die an anderer Stelle bereits deutlich anders ausgelegt wurden. Das heißt, der Kenntnisstand war eigentlich vorhanden in diesem Gremium. Und ich frage mich, warum man dann in der Sitzung, wo der Justizminister, der ja keine unwichtige Personalie im Prozess der allgemeinen Impfpflicht ist, also er muss es auf jeden Fall mittragen, warum das durchgeht, dass man offensichtliche Fehlinformationen an ihn heranträgt. Wie geht es jetzt weiter terminlich? Also wie sind so die Fristen, auf was ist der nächste Schritt, auf den du jetzt wartest? Ja, also ich habe jetzt letzte Woche das Schriftstück, ich weiß nicht, ob man es sieht, vom Herrn Heinemann bekommen. Da geht es auf 24 Seiten darum, warum die Schwärzungen aufgehoben werden müssen. Das also ist ein sehr gutes Stück geworden. Das ist jetzt eben beim Verwaltungsgericht in Berlin. Und da geht es eben darum, bei allen 33 Protokollen die Schwärzungen komplett aufzuheben. Und ja, da warten wir jetzt auf eine Reaktion des Gerichtes. Okay. Ja, sehr viel Erfolg wünsche ich dabei auf jeden Fall. Und gibt es denn noch andere politische Vorhaben, für die du dich jetzt einsetzt im Rahmen dieser geforderten Aufklärung? Du sprachst mal von einer Enquete-Kommission. Bist du der Ansicht, dass es realistisch ist, dass wir eine Enquete-Kommission erstmal bekommen, dass wir dafür die politischen Kräfte bündeln? Und wenn ja, was glaubst du, kann die erreichen? Ja, es wäre wünschenswert, wenn es übergreifend von verschiedenen Seiten eine neutrale Enquete-Kommission gibt, die auch transparent arbeitet und eben anschaut, was war gut, was war schlecht, was haben wir wirklich daraus gelernt und nicht eben, wie es in Frankfurt mal versucht wurde, mit den eigentlich eher Hardlinern so eine Pseudo-Aufklärung zu initiieren, die selbst der Herr Streeck kritisiert hat. Und ich denke, das ist momentan schwierig, weil letztlich dieselben Personen, die da aktiv waren, jetzt auch noch aktiv sind. Und sich selbst zu kritisieren, da sehe ich momentan nicht so richtig den Wunsch. Im Gegenteil, es wird eher versucht zu verschleiern. Und umso wichtiger ist eben unsere und andere Transparenzinitiativen. Und bis das so weit ist, wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Vielleicht brauchst du die nächste Generation an Politikern, die dann bereit ist. Aber wir müssen bis dahin eben aufklären, was möglich ist, weil wir wissen nicht, wann eine nächste Krise, welcher Art auch immer, kommt. Und da sollten die Strukturen, die jetzt versucht worden sind zu etablieren, schon hinterfragt werden, weil sonst geht das ganz schnell weiter in eine falsche Richtung. Und ich denke, das ist auch das, was ich beitragen kann, was viele andere beitragen, dass eben da Licht ins Dunkel kommt, was da wer warum entschieden hat, welche Interessen dabei waren und was wir vielleicht auch abschwächen müssen. Ne? Weil also, dass man da jetzt wirklich daraus lernen will, das ist ja aus den Expertenratprotokollen ersichtlich, dass das wurde ja am Ende dann überhaupt nicht umgesetzt. Hat Herr Lauterbach ja diese Initiative dann auch abgeblockt und gesagt, das dauert viel zu lange, das zu analysieren, das machen wir jetzt nicht. Mhm. Es ist ja auch noch überlegt worden, diesen Expertenrat weiterzuführen, beziehungsweise da gibt es in den letzten 8 Sitzungen jetzt eine Sitzung, wo eine komplette Seite geschwärzt ist und auf dieser Seite wird eben anberaumt, in welcher Form die Mitglieder des Expertenrates weiter tätig sein könnten. Darüber wisst aber nun gar nichts und offiziell ist dieser Rat ab April 2023 aufgelöst. Glaubst du, dass dieser Rat weiter aktiv ist und in welcher Form oder dass wir da noch was rauskriegen können? Naja, das ist eine gute Frage. Das ist auch etwas, was ich unbedingt wissen möchte. Was steht denn auf dieser letzten oder diesen letzten Seiten, die wirklich fast komplett geschwärzt sind? Was wurde da überlegt? Gibt es da so etwas wie ein Standby, dass ein Expertenrat zwar nicht arbeitet, aber theoretisch jederzeit wieder möglich ist, wenn irgendwelche Zahlen hochgehen und man dann sagt, okay, jetzt darf der Expertenrat wieder genauso weiterarbeiten und auch im Dunkeln, also im Sinne von nicht transparent. Wir wissen wieder nicht, wer sagt was und warum kommt am Ende dieses Ergebnis raus. Und wir können die Behauptung dann auch nicht überprüfen, weil die Quellen dann nicht veröffentlicht werden oder irgendwelche Preprints, die keine Bedeutung haben, die nicht peer-reviewed sind, wo eben von der Seite auch die Überprüfbarkeit von unserer Seite als Bevölkerung oder eben auch von anderen Wissenschaftlern, die außerhalb dieser Regierungsklicke
Arbeiten nicht möglich ist. Und das ist etwas, was nicht sein darf. Es muss jederzeit überprüfbar sein, wenn das so schwerwiegende Auswirkungen hat, jetzt auf die Bevölkerung mit einschränkenden Maßnahmen und einschränkender Persönlichkeitsrechte. Dann sollten wir schon ganz genau wissen, dass es Hand und Fuß hat und wirklich notwendig ist und nicht eine Gruppe eine Behauptung aufstellt, die intransparent dann in Gesetze oder Verordnungen gegossen wird. Ich denke, für diese Forderung nach Transparenz, dass das die anschlussfähigste Forderung der einer Corona-Aufklärung sein kann, denn selbst Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung hatte in ihrem einzigen Artikel zu den Expertenratprotokollen eben genau das moniert, dass eine Regierungsberatung, die Einfluss auf das Leben so vieler Menschen hat, eben niemals im Verborgenen hätte stattfinden dürfen. Das heißt, da bekämen wir für diese valide Forderung sogar aus dieser Ecke Unterstützung. Und einige Mitglieder des Gremiums wären ja auch einverstanden gewesen, von sich aus die Protokolle auch namentlich, also ohne die Namensschwärzung offenzulegen, wie etwa Hendrik Streeck in seinem letzten Interview. Wie siehst du die Chancen dafür, dass wir für die Zukunft, für jegliche Art Politik Transparenz einfordern können, als praktisch die Grundvoraussetzung, sodass sowas nicht mehr passieren kann? Denn tatsächlich kann eigentlich fast niemand Transparenz ablehnen als Forderung. Ja, ich denke, da sind noch dicke Bretter zu bohren. Da gibt es sehr viel Widerstand, weil sehr viele persönliche Interessen hier eine Rolle gespielt haben, sehr viel Ideologie eine Rolle gespielt hat, sehr viele Überzeugungen. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass die Leute immer eine schlechte Absicht hatten, wenn sie dann No-Covid oder irgendwas in der Richtung, was etwas totalitärer schien, von außen vertreten haben. Manche haben das wirklich auch so geglaubt, dass das so richtig ist. Aber es geht ja jetzt rückwärts darum, eben zu schauen, was ist wirklich sinnvoll und für die Zukunft wäre eine Transparenz sehr wichtig. Wie wir es hinbekommen, weiß ich noch nicht. Ich denke, das sind viele, viele kleine Mosaiksteine, dass wir ein bisschen in die Richtung pushen, dass mehr Transparenz möglich ist. Und das macht es wahrscheinlicher, dass wir das irgendwann so hinbekommen, dass wir sagen, okay, das ist für uns akzeptabel. Aber momentan ist das noch sehr schwer. Also da gibt es sehr viel Widerstände. Und eher geht ja die Richtung, in die falsche Richtung, dass eher die Bevölkerung gläsern wird und nicht die Politik. Und das hätte ich gerne eher andersrum, Sicherung der Privatsphäre und auf der anderen Seite unsere Volksvertreter, die wir repräsentativ wählen in unserer repräsentativen Demokratie, dass die eben dann ihren Entscheidungsprozessen Transparenz uns gegenüber wählen. Das ist schon das, was ich denke, was total wichtig ist. Und das ist auch das, was ich pushen möchte, was ich also möchte als Ziel. Mhm. Nun gab es ja von einer Vertreterin des Expertenrates, Alena Büchs, kürzlich die Aussage, man hätte es uns ja als Gesellschaft genommen oder es sei uns als Gesellschaft genommen worden, die Corona-Krise aufzuarbeiten oder die Corona-Politik. Sie hat es dann nicht weiter ausgeführt, von wem es uns genommen wurde, aber auf Nachfrage erfuhr man dann, dass sie Putin und den russischen Angriffskrieg dafür verantwortlich macht, dass wir unsere innenpolitische Ausrichtung in der Corona-Krise nicht aufarbeiten können. Nun ist ja schon der nächste Krieg losgetreten worden. Wie siehst du das? Kann man nicht mehr aufarbeiten, weil jetzt nächste Krisen das Ganze überschatten? Oder glaubst du, das ist eine Ausrede? Naja, ich denke, das ist schon eher eine Ablenkung und eine Ausrede, weil letztlich wir müssen alles aufarbeiten, egal welche Krise das nun betrifft, und müssen gucken, welche Interessen wirken hier, wer möchte was genau. Das betrifft auch andere Krisen. Also umso wichtiger ist es, je mehr Krisen wir haben, desto wichtiger wird es, die Dinge aufzuarbeiten und da genauer hinzuschauen und die Entscheidungsfindung nachvollziehen zu können. Sonst stolpern wir von einer Krise in die nächste und gehen in die falsche Richtung während der Krise und lassen uns da instrumentalisieren oder an der Nase rumführen. Ich denke, also umso wichtiger ist es. Also sehe ich überhaupt nicht so. Ja, und der Expertenrat hat ja weiterhin getagt während des gesamten ersten Jahres des Ukraine-Krieges. Also man war weiterhin während des ersten Kriegsjahres, wo uns ja angeblich eine Aufarbeitung genommen wurde, dennoch in der Lage, weiterhin Corona-Maßnahmen einzuführen, neue Corona-Maßnahmen. Also das geht so anhand der Fakten gar nicht auf. Ja. Ja, das Gute ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass sich die Verantwortlichen vor einer Aufarbeitung sträuben. Das ist sehr gut ersichtlich.
Wir werden Ihnen dennoch keine Ruhe lassen. Ich bin da auch weiter dran. Ich danke dir sehr herzlich für deine Einschätzung heute und für die ganze Arbeit, die du geleistet hast. Ich weiß, es laufen auch noch weitere Prozesse. Möchtest du dazu kurz was sagen oder ist das weit vom Thema? Nein, es läuft ein Prozess momentan noch, und zwar vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Da geht es darum, die Kommunikation der großen Player von Corona oder während der Zeit und auch schon der Zeit eben vorher, also ab 2019, vom Bundesministerium für Gesundheit zu erhalten. Und zwar geht es da eben um Gavi, CEPI und Wellcome Trust und Gates Foundation. Da wollte ich die E-Mail-Wechsel, Briefwechsel und alles, was da dokumentiert ist, haben, ungeschwärzt. Und habe die Anfrage, ich glaube, das war 2022 im Februar über Frag den Staat gestellt. Es hat dann auch ein Jahr dort gedauert, bis ich überhaupt mal eine Antwort bekommen habe über das Portal. Und dann, ja, lief die andere Klage ja schon los mit den Corona-Expertenrat-Protokollen. Und dann dachte ich, okay, dann stoße ich das auch mal an. Und da habe ich jetzt mit dem Anwalt Professor Herting in Berlin die Klage am Laufen, und das ist seit März eben vor Gericht und ist auch zäh. Da ist gerade eine 6-Wochen-Frist verstrichen worden. Also das Gericht hat nicht reagiert, die Gegenseite hat nicht reagiert. Da warten wir jetzt auf eine Antwort vom Bundesministerium für Gesundheit. Also auch da wird es weiter verzögert. Das ist die eine Sache. Eine weitere Sache, die noch ansteht, aber das ist noch nicht vor Gericht. Da geht es um die Länderkonferenzen, also diese Kanzlerin-, Ministerpräsidenten-Konferenzen. Da möchte ich auch gerne die Protokolle haben und von dem Corona-Krisenstab von Scholz. Da würde ich auch gerne wissen, was da genau besprochen wurde. Das ist aber nur in den Startlöchern bisher. Das wird gerade vorbereitet. Da laufen noch gewisse Fristen. Das heißt, es sind praktisch noch 3 weitere Klagen am Start bei dir, die in eine ähnliche Richtung zielen, also sich um Transparenz bemühen? Ja, es hängt davon ab, ne? Also letztlich hat das Bundesministerium für Gesundheit jederzeit die Möglichkeit, oder das Bundeskanzleramt, die Zeit zu sagen, okay, wir geben das raus. Und das Bundeskanzleramt kann auch sagen, okay, wir geben die Protokolle einfach raus. Dann ist die Sache beendet, ne? Aber das sehe ich nicht, weil auch da wird es jetzt seit Wochen verzögert und die Fristen sind auch hier schon wieder verstrichen. Und dann geht's in die nächste Runde, und wenn das dann nicht funktioniert, dann wird der Anwalt vor Gericht gehen mit mir zusammen. So viele Klagen zu führen kostet natürlich sehr viel Geld. Deine Klagen, die ganzen Kosten für die Prozesse kommen über Spenden zusammen. Was sind das für Spender? Sind das Großspender? Sind das viele Einzelspender? Wer finanziert diese Klagen eigentlich? Ja. Das sind sehr, sehr viele Einzelspender. Also es gibt Spenden von 1 Euro bis 1.000 Euro pro Einzelperson. Mehr gibt es nicht, aber da gibt es sehr viele von. Und ich war auch sehr überrascht. Also in dem einen Fall, als es jetzt um die Aufhebung der Schwärzung ging, da waren 48 Stunden, war so viel Geld zusammen, dass ich das stoppen musste. Ich gesagt habe, okay, Leute, das ist gut, ne? Also das sind jetzt 15.000 Euro zusammengekommen innerhalb von 48 Stunden. Es kam danach auch noch Geld als Schenkung. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist in Ordnung, und habe überall die Links dann auch erstmal von unter anderem Twitter wieder gelöscht, weil ich nicht wollte, dass da zu viel Geld jetzt eingeht, weil das einfach ausreichend war. Und bei den anderen beiden Klagen beziehungsweise der Vorbereitung der dritten Klage ist das so ähnlich gewesen. Da sind größere Summen zustande gekommen, also sowas wie 20.000 Euro jeweils, sodass ich gesagt habe, das ist erstmal ausreichend. Falls noch etwas nötig sein sollte, weil es doch komplizierter wird als gedacht, dann denke ich, wäre das auch kein Problem, da nochmal aufzurufen, weil der Erfolg jetzt mit den Corona-Expertenrat-Protokollen doch so groß war, dass viele Leute da sehr beeindruckt waren, dass man da auch etwas tun kann und da bereit sind, auch dann Geld zu geben. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass die Leute das praktisch selbst übernehmen, nicht auf die Politik warten, sondern es eben auf diesem Wege bestreiten und auch erstreiten. Ja, das finde ich ein sehr positives, hoffnungsvolles Zeichen, und deine ganzen Prozesse sind damit Community finanziert, könnte man so sagen. So ist das, genau. Und es gibt Leute, die wirklich dankbar sind. Jetzt kam gerade, ich glaube, es war am Donnerstag, ein Patient auf mich zu,
den ich vielleicht ein Jahr kenne, und brachte mir eine Flasche Rotwein und sagte, wissen Sie wofür? Ich sagte, wahrscheinlich wegen der Protokolle, und sagte, genau, ich habe Sie auf irgendeinem Kanal gesehen. Und ich wollte mich herzlich bedanken, was Sie da tun. Ja, das freut mich natürlich. Ich mache es nicht dafür. Ich mache es dafür, weil ich denke, dass es wichtig ist für die Gesellschaft. Ich mache es auch nicht für mich. Ich möchte auch nicht, dass Leute mir jetzt hinterherrennen oder mich da irgendwie anhimmeln. Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Das ist, jeder soll seine Arbeit machen. Jeder soll das machen, was er oder sie kann, beitragen kann. Und das wäre mir viel wichtiger, als mich jetzt irgendwie auf den Podest hochzuheben. Und ich denke, wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann gibt es gute Hoffnung für die Gesellschaft, dass wir da wieder in gute Fahrwasser kommen. Ja, dass es dir nicht um dich geht, das ist mir auch bewusst. Es war auch nicht leicht, dich heute für ein Interview zu bekommen, weil du ein viel beschäftigter Mensch bist. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute und wünsche weiter alles Gute mit den nächsten Prozessen, die vor uns liegen. Ja, sehr gerne. Danke und noch einen schönen Sonntag. Ja, dir auch.